Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey, DLC Nummer 2, das Schicksal von Atlantis. Viel haben wir noch nicht gespielt in dieser Episode. Wir sind auch noch in der ersten Episode. Aber guckt euch das mal an. Was ein Bild. Also, da, hier könnte ich ewig hocken und mir das angucken. Sieht richtig schön aus. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, für Adonis, der hier auch in der Unterwelt ist, eine Quest erledigt. Da mussten wir ein Gebiet komplett clearen. Da, wo war's? Weiß ich gar nicht genau, wo das war. Ich glaube, irgendwie im Süden von uns, oder? Hier unten irgendwo, genau hier war's. Und das haben wir gemacht. Allerdings haben wir die Quest noch nicht abgegeben. Und genau das wollen wir jetzt noch machen. Der dürfte da unten sein. Da seht ihr. Das heißt, wir springen hier jetzt einmal ins Wasser und lassen das Loot mal Loot sein und klettern jetzt hier einfach raus und labern mit Adonis und mal gucken, wie unsere nächste Quest aussieht. Denn wir wollen ja hier, ich glaube, mit Persephone reden, aber ich weiß nicht mehr genau warum. Traust du mir nun? Du hast mich einen Schritt näher zu meiner Liebsten gebracht. Ein guter Anfang. Wer ist diese Liebste, von der du ständig sprichst? Das schönste Wesen, das jemals existiert hat. Ihr Gesicht ist so hübsch, dass man alle anderen vergisst, wenn man es ansieht. Vielleicht hast du von ihr gehört. Aphrodite. Oh, Aphrodite. Ich hielt dich nicht für einen Poeten. Sie inspiriert mich dazu. Ich könnte dich sicher auch inspirieren. Du klingst wie Persephone. Sie versucht alles, damit ich Aphrodite vergesse. Gut. Und was jetzt? Nicht hier. Komm in mein Lager in Japetos Ruinen. Bevor du gehst, eines noch. Im ganzen Elysion findest du Persephones Aufseherinnen und Fackeln des Hypnos. Wenn wir ihren Einfluss verringern wollen, müssen wir sie vernichten. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, okay. Zeit, die berüchtigte Persephone-Kette. Wie man hier den Einfluss verringert, haben wir ja schon gesehen in den letzten Folgen. Man kann halt diese Fackeln kaputt schießen oder diese Statuen kaputt machen. Jetzt haben wir anscheinend mehrere Quests angenommen. Okay, gucken wir gleich mal rein, was wir jetzt hier alles haben. Ah ja, wirklich ganz viele verschiedene, wie ihr seht. So, Schwäche Persephones Einfluss in Ferrayas Zuflucht, Schwäche in Doiklans Vermächtnis, Schwäche Persephones Einfluss in Minus Zutrauen. Aha, okay. Das müssen wir jetzt also machen. Dann haben wir hier, benutze die Flügel des Hermes, um Persephones Akropolis zu erreichen. Oder kriegen wir sogar auch einen Pferdeskin, wie ihr seht. Dann triff Hekate in Ferrayas Zuflucht. Das ist eins von den Gebieten, wo wir hin müssen. Und was wir das nochmal finden und beschaffen, die Erkenntnisse der Hüterin. Auch in Ferrayas Zuflucht, verschiedene Sachen. Okay, das hier machen wir vermutlich so mehr oder weniger eh automatisch, wenn wir hier durch diese verschiedenen Gebiete reisen. Aber in Deukalions Vermächtnis, sind wir da nicht gerade? Wie hieß denn das Gebiet hier nochmal, wo wir sind? Ah ja, Deukalions Vermächtnis, hier sind wir sogar. Das heißt, wir müssen hier sogar auch vermutlich noch ein bisschen Einfluss schwächen. Das heißt, wir gehen hier jetzt einfach mal. Genau, hier sehen wir ja auch, kann ich jetzt gerade mit der Maus, obwohl, naja, doch so vielleicht, jetzt mit der Maus. Seht ihr, wie hier der Einfluss, das müssen wir vermutlich schwächen. Und wir haben gerade auch keine andere Quest, die in diesem Gebiet ist. Das heißt, wir müssen jetzt vermutlich so oder so auch einfach so ein bisschen hier rummachen. Darum würde ich sagen, gehe ich einfach mal jetzt auch dann von Herz zu Herzquest. Quatsch, Herzquest. Fragezeichen zu Fragezeichen. Ich fange einfach mal hier im Norden an und kämpfe mich dann runter. Und da werden wir dann einfach mal den Einfluss verringern, wenn wir eh schon mal hier sind. Das heißt, es geht jetzt. Ist es am schlauesten, ja, einfach runterzuspringen? Ja, ne, es wird schon passen. Jetzt haben wir sogar auch ein Boot. Da werden wir mal raufgehen. Und dann einfach ein bisschen fahren. So, ich glaube, da waren wir ja schon, oder? Genau, das hatten wir schon abgeschlossen. So, Kommando übernehmen. Und jetzt müssen wir mal nach da drüben, glaube ich. So, beschleunigen. Genau, das hier hatten wir schon. Abgeschlossen. Nein, nicht dagegen fahren. Achtung. Okay. Wenn man beschleunigt, dann kann man nur noch voll schlecht lenken. So, wir müssen jetzt aber mal gucken, wo gleich der Teleporter nach oben ist für das Gebiet hier. So. Drift King. Ah, driften geht nicht so gut mit den Dingern hier. Aber egal, wir machen absteigen und laufen. So, jetzt müssen wir nur gucken. Da an 80 Metern geht's hoch. Das heißt, es muss hier irgendwo sein, wo es nach oben geht. Oder? Wo ist es? Ich guck gerade mal auf die Karte. Er hat, ach nee, senkende Flügel des Hermes, hebende Flügel des Hermes. Doch, das ist hier. Das ist da. Aber warum soll ich da hochklettern, wenn ich
wenn ich nach oben will. Also ich meine, das bringt doch gar nichts, eh hoch zu klettern, wenn man dann auch nur nach oben kommt. Oder sehe ich das gerade falsch rum? Muss man... Nee, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, wo wir hinkommen, wenn wir... Oh, Palast der Kolosse. Ja, okay. Wir sind jetzt im Palast der Kolosse anscheinend. Und was ist, wenn ich das hier jetzt benutze? Wo komme ich dann hin? Teleportieren. Komme ich dann nach unten oder bin ich dann oben? Ach nee, jetzt bin ich tatsächlich oben, so wie es aussieht. Palast der Kolosse. Genau, alles klar. Wir sind richtig. Das heißt, ich werde mich mal schnell hier verstecken und dann werden wir den mal... Werden wir den mal ein bisschen aufdecken, hier diesen Palast der Kolosse. Oh, da war was. Genau, da ist so eine Fackel. Da müssen wir mal ein bisschen näher reinfliegen, glaube ich. Oder ich mache erst... Achso, wie komme ich... Ah, ich muss eh erst darüber. Okay, dann gucken wir nur, ob hier irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Gut, das heißt, wir müssen eh dann da gleich da hinten über die Bäume rüber. Das heißt, hier wird nur der eine Gegner sein. Den können wir eben ausschalten. Das dürfte kein Problem sein. Da können wir wahrscheinlich einfach so drauf schießen, denke ich mal. Da scheint auch sonst nichts zu sein. Das heißt, das ballern wir jetzt einfach ab. So, dann ist das nämlich schon mal weg. Und da haben wir noch ein so ein Ding, um den Einfluss zu verringern. Genau das müssen wir ja machen. So. Jetzt haben wir nämlich schon 2 von 3 von denen weggemacht. So, hier haben wir bestimmt Loot, oder? Ja. Gehen wir mal nach oben, Fackeln des Hypnos. Ja, das haben wir mittlerweile schon gelernt, Spiel. Das musst du mir nicht noch zeigen. So, und jetzt können wir uns mal umgucken, was hier noch alles für Gegner sind. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen und die aufdecken, um alles mitzukriegen. Hier scheinen wir sogar einen relativ hohen, komplizierten Turm zu haben. Aber scheint hier in diesem Gebiet, was mir gerade auffällt, es scheint nicht solche Gefängnisse oder sowas zu geben, wie das bisher so der Fall war. Und so viele Gegner sind hier auch gar nicht. Oder ist das hier nur, ist das wirklich nur dieses kleine Gebiet hier, das hier? Das bisschen? Sieht fast so aus, oder? Das andere scheint schon zu anderen Gebieten zu gehören. Scheint wirklich nur das bisschen hier zu sein. Dann sind es natürlich auch nicht viele Gegner. Gut, dann wird es gar nicht so schwierig, denke ich mal. Also hoffe ich mal. Gucken wir aber einfach mal. So, erstmal da hoch, würde ich sagen. Uah. Oh, okay, gut. Nur er. Die wachen ja erstmal nicht auf, solange man nichts macht. Oh, hier ist sogar eine große Kiste. Alles klar, die nehmen wir mal mit. Noch alles andere, was wir hier noch haben. So. Dann haben wir einmal hier was. Okay. Hier sieht es irgendwie kompliziert aus. Oh, hier mal richtig. Ah, hier kann man Sachen rumschieben, um weiterzukommen. Bringt uns das auch was, das rumzuschieben? Da ist was im Weg. Da ist was im Weg, okay. Ah ja, auf der anderen Seite, Tatsache, das müssen wir erst zerschießen. Das wird ja richtig. Das wird ja richtig rätselhaft hier. Also rätselig, wenn man das hier machen will. Muss man irgendwelche Rätsel lösen mittendrin. Aber die Sache ist, bringt uns das überhaupt was? Und war hier unten nicht vorher noch was anderes? Die Sache ist, man kann hier gerade auf der Karte so schlecht sehen. Aber hier scheint nichts sonst zu sein, ne? Das ist alles woanders, diese Schätze. Der Schatz da zum Beispiel, obwohl da ganz unten ist irgendwas. Kann man hier noch tiefer? Nee, das scheint alles... Oh, ist das blöd. Hier kann man echt schlecht sehen auf der Karte. Wir gehen aber erstmal nach oben. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Ja, hier ist nämlich was, seht ihr? Hier kann man nämlich was kaputt machen. Achso, Dingspfeile habe ich nicht mehr. Gut, haben wir schon mal das auch schon mal weggemacht. So. Uah! Uah, okay. Ihr schreckt mich hier jedes Mal. Ist hier jemand? Warum stehen hier so viele Wachen? Die werden bestimmt alle sauer, wenn man hier irgendwie Mist baut. Ist hier irgendwo was? Man kann wirklich so schlecht auf dieser Karte sehen. Nee. Was ist denn jetzt, wenn wir da einfach durchgehen? Die dürften ja nicht aufwachen, oder? Nö. Okay, gut. Dann ist das so. Dann gehen wir mal nach da drüben. Hier ist nämlich der nächste Schatz. Nee. Scheiße, der ist ganz woanders. Der ist unten, oder? Kann das sein, dass der unten ist? Der zählt eventuell noch nicht mal mehr für das Gebiet hier, wo ich gerade bin. Das ist natürlich blöd mit diesem ganzen vertikalen Zeug hier. Wobei, es sind noch 2 Schätze. Einer ist da, dann wird das hier wirklich dazugehören. Aber wir gucken erstmal, ob wir oben alles geklärt kriegen irgendwie. Weil das ist ja schon ein bisschen nervig gerade hier. Wobei, hier ist alles geheim irgendwie.
Da können wir auch irgendwie runter, aber wie kommt man da runter? Okay, hier ist auf jeden Fall eine Felsspalte. Oh, das ist... Das sah gar nicht so schlimm aus, dieses Gebiet. Das sah eigentlich aus, als ob das voll easy wäre. Und nur total klein vor allem. Und jetzt ist hier auf einmal alles total versteckt und gar nicht so einfach. Ah, jetzt kommen wir aber... Ah, guckt mal, jetzt können wir hier das nämlich irgendwie zur Seite schieben bestimmt, oder? Jetzt können wir uns hier einen Weg machen. Bisschen zur Seite, so. Und das hier auch zur Seite. Dann kommen wir vielleicht sogar zu beiden Sachen. Mal sehen. So. Jetzt dürften wir hier doch rüberkommen, oder? Nee, da ist nur... Nee, hier geht's nicht weiter, okay. Aber trotzdem, wir haben trotzdem was gefunden. Das ist gut, das heißt, wir können das auch abfackeln jetzt hier. Obwohl hat das jetzt hier den... Nee, hat bestimmt nicht den Weg frei gemacht. Wir müssen für das andere bestimmt hier rein. Würde ich fast behaupten, ja. Ja. Okay, und da hinten ist dann noch das... Oh, hier ist direkt eine fiese Falle auf dem Boden. Okay. Und dann haben wir hier hinten... Obwohl, nee, hier geht's nicht... Ich sehe nichts. So. Ah, hier ist aber eine Wand, die man einfach kaputt machen kann. Ja, okay. Und dann kommen wir nämlich hier hin. Genau. So. Das heißt, wir haben jetzt alles geklärt, außer die Gegner. Ne, eine Fackel des Hypnos ist auch noch da. Müssen wir dann mal gucken, wie wir die machen. Locken wir aber erstmal... Ah, es wird schwierig, nur einen zu locken, ohne dass das der andere mitkriegt. Das Gute ist, da haut gerade einer ab. Vielleicht kriegen wir dann doch nur einen gelockt. Genau, jetzt hat es nämlich nur einer mitgekriegt. Sehr gut. Glück gehabt. Und den können wir vielleicht sogar mit einem... Ohne groß Stress zu machen, einfach mit einem aufgeladenen Attentat. Genau. So, warum ist jetzt aber der da? Warum sucht der gerade nach einem Gegner? Den können wir aber vielleicht auch anloggen. Mal gucken, ob der irgendwie kommt. Ah ja, der will da hinten lang. Aber kann er von mir aus machen. Den dürften wir easy kriegen. So. Alles klar. Wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt mittlerweile wieder... das sieht aber schön aus hier. Cool mit der Schlange. Ist vielleicht sogar auch Adonis, der hier abgebildet ist. Das ist nicht schlecht gemacht. Das gefällt mir wirklich, das neue Gebiet. Da haben sie sich nochmal richtig ins Zeug gelegt jetzt für dieses zweite DLC. Das war bestimmt nochmal ganz schöne Programmierarbeit. Aber, ja, muss man sagen, haben sie schön gemacht. So, zack. Der ist weg. Dann kommt der nächste. Den locken wir auch einfach hier rein. Dürfte auch kein Problem sein. Genau. So. Dann haben... Oh ja, sehr gut. Haben wir geschafft, ohne dass der es gemerkt hat. Dann locken wir mal den an. Ja, oder? Ja, den locken wir lieber an. Einfach aus dem Gebüsch gehen und den dann töten wäre blöd, weil sonst dreht sich vielleicht der andere Typ da um. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das ist ein starker, ob wir den mit... Nee, da müssen wir ein aufgeladenes Attentat machen. Da war ich mir jetzt nämlich nicht sicher. So, und der da, den können wir einfach schnell wegholen, glaube ich. Einfach volle... Obwohl, nee, da... da ist ein Koloss-Statue. Der darf das vermutlich nicht sehen, obwohl... Wir haben bisher noch nicht so richtig rausgefunden, wann die aufwachen, aber wir töten den einfach mal und gucken dann mal, was passiert. Hat den Koloss dann nicht interessiert? Sehr gut. Dann ist mir das auch egal. Und dann zerschießen wir noch das Ding da und dann sind wir mit dem Gebiet fertig. Und Persephones Einfluss ist weiter gesunken. Haben wir hier noch irgendwas? Aha. Nö. So, wo können wir denn jetzt als nächstes mal hin? Ich weiß halt wirklich nicht, ob wir das so machen müssen. Da am besten, oder? Die Frage, das ist echt blöd mit diesem hoch, runter. Das nervt mich ein kleines bisschen. Aber, ja, geht ja nicht anders. Ist hier nun mal so. So, genau, wir gehen einfach mal in die Richtung zum nächsten Fragezeichen. Dann machen wir heute mal eine Folge, wo wir uns alles tatsächlich oben... Und da geht auch kein Teleporter hin, stimmt's? Ja, da geht kein Teleporter nach oben. Das heißt, da müssen wir hochklettern. Obwohl, nee, da ist eine Brücke. Da ist eine... Die da, meine ich. Diese Brücke da. Da ist irgendwas. Da kommt man irgendwie hin. Von hier irgendwie oder so. Nee.
Keine Ahnung. Wir gucken gleich einfach mal. Das sah knapp aus. Wie, ich muss mich verstecken. Stimmt doch gar nicht. So, wir nehmen uns wieder ein kleines Bötchen. So. Und fahren wir mal in die Richtung da. Ach, da kann man über diese Brücke hin. Ach, von dieser Stadt aus, ne? Das war easy, glaube ich. Ich gehe einfach mal von der Stadt aus. Das scheint so zu sein, als ob da eine Brücke ist, über die man einfach rübergehen kann. Ja, tut mir leid, ich kenne mich in diesem Gebiet noch nicht so mega aus. Also, beziehungsweise, klar kenne ich mich nicht aus. Ich habe das ja noch nicht gespielt, aber ich meine auch generell von der Orientierung her kriege ich es noch nicht ganz so hin, wie ich es gern hätte. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen gespielt hat, dann checkt man schon irgendwie so generell, wie die Map halt einfach aufgebaut ist, beziehungsweise wie die Map halt einfach funktioniert. Das wird man dann schon lernen. So, wo war jetzt diese Brücke darüber? Da. Gehen wir mal lieber hier hoch. Weil runterspringen ist immer einfacher als irgendwo hochklettern. Genau, hier einfach runter, genau. Da wäre auch dieser Teleporter gewesen, noch einer. Und jetzt können wir nämlich einfach darüber in das nächste Gebiet. Und da haben wir hoffentlich auch viel, was wir abquesten können, um diesen Einfluss zu verringern. Adonis Gärten. Sind da Gegner drin? Ja. Aber auch Zivilisten. Und hier muss man sogar aufpassen. Das hier ist wieder so ein... hier haben wir viel. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier alles aufgedeckt kriegen. Und vor allem, aber die Sache ist, müssen wir jetzt hier in diesem Gebiet überhaupt aufpassen, dass wir keine sichtbaren Morde begehen, weil es scheint ja keine Kopfgeldjäger in diesem Gebiet zu geben. Das heißt, eventuell können wir ruhig einfach unter Zivilisten, also so, dass auch Zivilisten das mitkriegen, einfach rummördern. Oder diese Kolosse wachen dann auf. Das kann natürlich auch sein. Aber egal. Wir bleiben einfach mal im Gebüsch. Wir machen das mal so stealthig wie möglich. Und gucken dann mal, wie weit wir kommen. So. Hallo. Sehr gut. Dürfte der Koloss dann nicht gesehen haben, weil wir ja im Gebüsch waren. Da oben sind zwei, da kommen jetzt sogar ganz viele Gegner hin nach da oben. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wow, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Schnell ins Gebüsch. Hier sind sogar überall Gegner. Jetzt haben es sogar auch mehrere gesehen, aber keiner kommt. Von mir aus locken wir erstmal den an, machen den erstmal weg. Den hatte ich irgendwie komplett übersehen. Zum Glück hatte der mich nicht schon vorher irgendwie gesehen. Im Gebüsch dürften ja auch, also seht ihr, die stehen direkt vor uns und die sehen uns nicht, weil wir im Gebüsch sind, sehr gut. So. Immer mit aufgeladenem Angriff, dann kann uns nichts passieren. So. Dann haben wir da einen... Wie machen wir den weg? Scheiße, der hat mich gesehen. Das ist natürlich... Das ist natürlich blöd jetzt, aber wir gucken trotzdem mal, dass wir das irgendwie so machen, dass wir nicht groß gesehen werden von anderen. Aber das scheint geklappt zu haben. Und hat auch nicht für so viel Stunk unter anderen gesorgt. Da haben wir Glück gehabt. Ich dachte wirklich, ich kann mich einfach an dem vorbeischleichen. Und die interessiert es auch nicht. Also war nicht so schlimm. Alles nochmal gut gegangen. Jetzt machen wir das hier alles weg. So. Ja. Hier ist sogar ein Loch im Boden. Hier hätte man sich vielleicht auch reinschleichen können, hier in diese Gärten, Adonis-Gärten. So, mal gucken, ob wir an den da können. Welche Richtung guckt der? Der guckt, glaube ich, falsch, oder? Muss man vielleicht einfach schnell machen. So. Ja, alles klar. Hat auch keiner mitgekriegt. Hat sich auch schnell okay. Da komme ich jetzt nicht so gut ran. Solange der Typ da ist. Und ich komme da auch nicht hoch, oder? Ohne, dass der mich sieht. mal gucken, wie steht der? Der steht auch nicht gut. Wenn ich jetzt hier hochkletter, könnte der Typ mich sehen. Aber ich mach's trotzdem einfach mal. Hat er nicht gesehen, sehr gut. Was ein Vollidiot. Jetzt haben wir die nämlich weg. Jetzt machen wir noch die anderen beiden weg. Dann können wir nämlich in Ruhe hier uns umgucken. So.
Für den klettern wir hier einfach hoch. Oh. Buffen und mit einem aufgeladenen. Hat sogar gereicht. Sehr gut. Glück gehabt. Und dann können wir hier sogar auch den Schatz plündern. So, und jetzt haben wir nur noch den einen Typen da unten. Dem springen wir jetzt auch einfach auf den Kopf. Und dann war's das. Sehr gut. So macht man's, Leute. Hat keiner mitgekriegt. Man hat so zwischendurch ein paar Leute schreien gehört oder irgendwie rufen oder so oder sich aufregen. Aber letztendlich ist das alles kein Problem. Und wir haben bisher erst einen einzigen getötet, den wir nicht Stealth getötet haben. Das war der eine gerade, dem ich den Heldenschlag ins Gesicht gehauen habe. Das war bisher der einzige. Oh, wo sind wir denn hier? Alle anderen bisher haben wir Stealthy getötet. Wo ich echt stolz drauf bin. So, wo haben wir jetzt noch was? Da ist noch eine Truhe. Missionsziele anzeigen. Okay, wir haben noch eine Fackel von Hypnos, die ich noch nicht weiß, wo sie ist, oder? Weiß ich doch, die steht hier genau in der Mitte. Okay, hat auch keiner mitgekriegt, denke ich mal. Nö. Gut. Und dann haben wir nur noch diesen einen Schatz da, der hier drin ist. So. Und den haben wir auch. Sehr gut. Wir machen Fortschritte, Leute. Auch wenn Persephones Einfluss echt langsam runtergeht. Wahrscheinlich muss man hier fast alles machen, um den abzuschließen. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hin können. Da vielleicht. Wobei, da wäre eine Stadt. Aber das hier steht bestimmt als Stadt. Da kann man bestimmt nicht viel machen. Aber das ist zumindest ein Schnellreisepunkt. Von daher gehen wir da mal hin als nächstes. Ist zwar ganz schön weit weg. Wobei, Luftlinie ist das gar nicht so weit. Aber vermutlich, um da hinzukommen, ist das wahrscheinlich extrem nervig. Wobei, da scheint ein Teleporter zu sein. Da gehe ich, glaube ich, einfach hin zu diesem Teleporter, der da ist. Müssen wir nur mal gucken, wie wir da hinkommen. So, einmal Ferdi rufen. So. Und los geht's. Und dann geht's los. Genau, da zu dem Teleporter einfach, der wird uns nach oben bringen, hoffe ich mal. Da hätten wir auch noch irgendwo ein Fragezeichengebiet, sehe ich gerade. Kommen wir jetzt hier rüber, hier vielleicht. Hier ist es vielleicht flach genug, genau, damit unser Pferd nicht absäuft. Das wäre natürlich blöd. So. Sieht echt schön aus hier. Vor allem mit diesem Wasserfall, der die ganze Zeit so außen rum ist. Aber das soll vielleicht auch, wie gesagt, soll vielleicht auch einfach Persephone so ein bisschen hier binden, dass sie nicht abhauen kann. Achso, wir können das Pferd nicht absteigen, bitte. Ja. Wir können das Pferd nicht mitnehmen anscheinend zum Teleportieren. Weil Persephone ist ja trotzdem so mehr oder weniger die Gefangene von Hades. Und die soll natürlich nicht abhauen. Und darum, er hat ihr wahrscheinlich so ein Gebiet gegeben, dass sie machen kann, was sie will. Aber sie ist trotzdem, kommt sie da halt auch nicht weg. Sie ist halt umgeben von diesen riesengroßen Wasserfällen, dass sie nicht einfach abhauen kann. Nee, hier scheint echt nichts zu sein. Rebellengipfel. Hier ist auch nichts zum Abschließen, so wie es aussieht. Es ist wirklich nur der Schnellreisepunkt. Und es ist halt ein Werkstatttyp hier da. Da können wir gleich mal gucken. Vielleicht gibt es ja in diesem Gebiet hier besondere Werkstattrezepte oder irgendwie sowas. Also andere Sachen als bei den normalen Händlern. Das können wir gleich mal nachschauen. Aber erst schließen wir hier noch, beziehungsweise synchronisieren wir den Ort. Das bringt zwar nichts für den Einfluss, aber trotzdem ein Schnellreisepunkt. Gerade hier in dieser Map, wo man im Prinzip so schlecht sich rumbewegen kann, weil es andauernd hoch, runter geht und alles total verschnörkelt und verschlängelt ist. Oh, das wollte ich nicht. Aber hat trotzdem geklappt. Doch, hat genau das gemacht, was ich wollte. Sehr gut. Wir sind nämlich nach unten gekommen. Ja, und also je mehr man schnell rumporten kann, desto besser. So, kaufe ihn. Der verkauft ganz normale Waffen nur. Rüstungen und Skins, Fangzahn. Gut, das ist jetzt nichts Tolles. 50% Rabatt auf Käufe habe ich hier durch meinen Rebellen. Gut, er verkauft 5700 Leder. Was wäre denn, wenn ich das komplett voll machen würde? Mal sehen, wie viel das kosten würde, alles an Leder zu kaufen. Okay, das würde 68.000 Gold kosten, alles an Leder zu kaufen. Aber brauchen wir aktuell nicht. Gut, dann ist das so. So, und dann gehen wir mal noch zu diesem Fragezeichengebiet da hinten in die Ecke. Gucken wir mal, was da noch ist.
Ich habe fast das Gefühl, dass hier nicht genug Gebiete sind, um den Einfluss wirklich zu verringern. Was kann ich denn noch machen, um den... zum Glück können wir keinen Fallschaden kriegen. Was kann man denn noch zusätzlich machen, um Einfluss zu verringern? Weil hier scheinen doch gerade keine Quests... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Das müssen wir töten. Okay. Gibt auf jeden Fall Leder. Nicht übertrieben viel, aber es gibt Leder. Was haben wir hier? Persephone aus Marmor. Zerstöre Marmor. Achso, zerstöre Marmor, Jungfern. Das wissen wir schon. Aber hier sind doch immer Gegner. Allerdings. Oh, da haben wir sogar einen Fähigkeitenpunkt. Also hier kann man noch irgendwie rein oder sowas. Was ist da noch? Ah, hier ist irgendwas unterm Boden. Irgendwas ist hier unterm Boden. Und es sieht auch echt schön aus hier mit den ganzen Pflanzen. Auch cool. Das gab es so sonst auch im Hauptspiel nicht. So, den machen wir einfach mit einem aufgeladenen Attentat und den anderen Typi da auch. Und dann sind die nämlich weg. Kills geben natürlich auch, machen natürlich auch Einfluss niedriger. Aber nur wenig. Das heißt, wenn man mit Kills den Einfluss niedriger machen will, ist man echt lange unterwegs. Weil es immer nur minus 3 ist. So. Jetzt können wir, glaube ich, ganz gechillt hier die einfach kaputt machen, oder? Ja. Hier haben wir sogar einen kleinen Schatz. Zählte aber gar nicht dazu. Und haben wir jetzt hier jetzt irgendwie so einen... Irgendwie einen Höhleneingang oder irgendwie sowas? Vielleicht ein Loch im Boden oder so? Weil hier ist ja eine antike Scherbe unter uns. Oh, hier ist das Gebiet zu Ende. Gebiet nicht verfügbar, okay. Ja, gut. Kommt man vielleicht auch noch gar nicht hin, oder? Kann dann sein, dass ich vielleicht noch gar nicht dahin kann, dass vielleicht zum nächsten DL... Obwohl... Dann wird es vielleicht auch noch gar nicht angezeigt werden, oder? Gut, da müsste man jetzt wahrscheinlich irgendwie gucken, wo vielleicht der Eingang davon ist. Da habe ich jetzt nicht so ewig lange Bock drauf, danach zu suchen. Ich meine, wenn wir es jetzt zufällig finden, okay. Aber ich meine, wir verballern eh schon unsere ganzen Fähigkeitenpunkte nicht. Darum ist es jetzt auch nicht so wichtig, diese antike Stele da zu finden. Was hätten wir denn jetzt noch zum Aufdecken hier? Da hätten wir noch was. Da könnten wir mal hingehen. Dann haben wir wirklich fast alles in diesem Gebiet gemacht. Das ist halt echt ein bisschen blöd, weil so viel ist nicht mehr. Ich hoffe, das reicht noch. Ich meine, gut, wenn wir dann erstmal alles fertig haben, müssen wir dann mal gucken, ob dann vielleicht noch früher oder später vielleicht doch noch ein Quest hier in dieses Gebiet reinkommt. Hätte man vielleicht von Anfang an machen sollen und erst, wenn man wirklich keine Quests mehr findet, dann losziehen, um einfach durch Kartenabschluss, sage ich mal, diesen restlichen Einfluss, der einem dann noch fehlt, einfach zu holen. Aber gut, jetzt haben wir schon mal angefangen, jetzt muss ich es auch durchziehen. So, da haben wir nämlich noch ein kleines Gebiet, da scheint man ein bisschen was machen zu können. So ein Staatsschatz wäre gut, weil Staatsschatz bringt halt echt immer viel, wenn man Einfluss niedriger machen muss. Oder halt so ein Anführer vom Gebiet. Aber ich glaube, das hatten wir schon in dieser einen Festung, dass wir da einen Anführer getötet haben. Ich meine, klar, die spawnen ja nach einer Zeit wieder neu. Das heißt, wir könnten auch in Festen, in die wir schon mal waren, könnten wir natürlich nochmal reingehen, um da nochmal zusätzliche Sachen zu machen. Also seht ihr, Hand des Hades. Hier haben wir sogar ein paar Sachen, die wir machen können. Sehr gut. Zwar nicht viel, auch das wird vermutlich nicht sehr viel Fortschritt geben. Trotzdem, bevor wir da hochgehen, gucken wir mal, was wir hier an Gegnern haben. Gut, da sind einfach zwei Random-Typen. Da. Das ist echt nicht viel, was hier drin ist. Zwei Gegner, oder was? Oder bin ich gerade blind? Mir scheint wirklich so zu sein. Zwei Gegner, na dann. Vollidioten. Dann stehen die hier auch so rum und bewachen ihren Scheiß nicht richtig. Okay, ich sehe gerade, so viel Einfluss müssen wir gar nicht mehr vernichten. Das ist gar nicht mehr so viel, was wir machen müssen. Aber gut, viel mehr können wir jetzt hier auch schon gar nicht mehr machen. Wir haben das Gebiet so gut wie fertig. Den Typen noch, der wird nicht mehr viel bringen. So. Und dann, ja, dann war es das schon fast mit dem Gebiet hier. Da haben wir das... Oh, haben wir gerade ein Rätsel eingesammelt. Müssen wir gleich noch gucken. Jetzt haben wir das Gebiet auch schon fertig, wie ihr seht.
So, gucken wir mal. Also Ostrakon-Rätsel scheint es hier auch zu geben. Gucken wir mal, was das für eins ist. So, hoch auf dem Trockenen, Elysion, Deukalions Vermächtnis. Um mich zu finden, begib dich von der Hand zum Mund der glorreichen Toten. Die Wasserwand, die ihm entspringt, kann nur ein höchst erfahrener Kletterer erreichen. Draußen mag es nass sein, dort ich bin drin auf dem Trockenen. Also wir müssen sozusagen von der Hand, da sind wir ja gerade, Hand des Hades, müssen wir zum Mund der glorreichen Toten. Gucken wir mal, ob wir da schon was haben, was vielleicht so ähnlich heißt. Marmorjungfer, Rebellen, Iapis Ruin, Adonis Gärten, Festung der drei Schwestern, Dorf der glorreichen Toten, da. Aber ist das Dorf der glorreichen Toten auch gleichzeitig der Mund der glorreichen Toten? Das weiß ich nicht. Werden wir auf jeden Fall irgendwann rausfinden. Und da soll irgendein Wasserfall entspringen bei diesem Dorf? Kann man das von hier aus vielleicht sehen? Wartet mal, in welche Richtung muss ich da gucken? Ich markiere mir das mal. So. Das ist also da. Da kann man von hier aus nicht sehen, aber da ist vielleicht irgendwie, scheint da ein Wasserfall zu entspringen und da müssen wir hochklettern und dann können wir in eine Höhle rein oder so, um das Rätsel zu lösen. Weil sonst, oder ist das, nee, das wird nicht der Mund der glorreichen Toten sein, weil das hat den Mund nicht auf. Das, da kommt ja Wasser aus den Augen. Ne, okay, gut. Dann haben wir jetzt hier in diesem Gebiet eigentlich an Fragezeichen nur noch das hier hinten in der Ecke. Das werden wir als nächstes machen. Wenn dann der Einfluss nicht reicht, und ich glaube fast, es wird nicht reichen, dann machen wir halt erstmal weiter und gucken wir mal, ob wir später noch irgendwie durch andere Sachen den Einfluss verringern können. Das werden wir aber links alles erst in der nächsten Folge machen. Auch wenn wir heute storytechnisch nicht so viel gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich sage jetzt hier erstmal Tschüss. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.